Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur 33. Schnatterecke. Wir melden uns heute aus der Geschäftsstelle von Hertha BSC und das hat seinen besonderen Grund, wenn Sie gleich sehen, wen ich Ihnen als Diskussionsteilnehmer vorstelle. Zu meiner Rechten, rein optisch gesehen, Hans-Jürgen Kuhn, Staatssekretär bei der Senatorin für Schule und Sport. Daneben Christian Kramell, Sicherheitsbeauftragter von Hertha BSC im Olympiastadion. Peter Geiler, Vizepräsident von Hertha BSC. Zu meiner Linken Horst Wolter, der Manager. Daneben Jörg Kramer, Polizeirat und zuständig für die Sicherheit im Olympiastadion. Und links außen Oberstaatsanwalt Matthias Priestorf mit dem Strafgesetzbuch vor sich. Er wird uns auch nachher was zu dem Thema sagen können, um das es geht. Und Sie ahnen wahrscheinlich schon, wie das Thema lautet. Das Thema lautet Gewalt im Stadion, im Allgemeinen Probleme mit Fans, mit Hertha-Fröschen im Besonderen. Und wenn man sich mal anguckt, was in den letzten Jahren alles passiert ist, da kommt schon eine Menge an Zwischenfällen, an unangenehmen Zwischenfällen zusammen, die die sogenannten, ich betone immer wieder, sogenannten Hertha-Fans verursacht haben. Januar 81 ging ein ganzer Zug in Flammen auf, im Mai 87 wurden Zuschauer mit Leuchtkugeln beschossen und der letzte dramatische Zwischenfall ereignete sich im Juni 89, als ein türkischer Schüler auf einem Rummelplatz niedergestochen wurde. Das alles passiert von Leuten, die vorgingen, im Namen von Hertha BSC ihr Werk zu vollrichten. Und da frage ich einfach mal den Manager von Hertha, sind das Herthaner? Das können sie mit Sicherheit nicht sein. Und in vielen Diskussionen haben wir immer wieder ganz klar betont, dass wir uns natürlich von dieser Randgruppe, so möchte ich sie einmal nennen, distanzieren. Wir tun uns vielleicht schwer und vielleicht hilft diese Diskussion heute Abend wieder etwas dazu beizutragen. Wir tun uns schwer, wie wir uns von diesen Leuten trennen. Und ich meine, dass wir in vielen Diskussionen, auch mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft und dergleichen, der Sache einen Schritt näher kommen. Also eins ganz klar auf Ihre Frage, das sind nicht unsere Fans, das können nicht unsere Fans sein. Denn wer mit Hertha leidet, aus sportlichen Gesichtspunkten, der kann nach einem 2:0-Sieg in Hannover nicht so viel Aggression haben, dass er meint, er muss einen Zug verwüsten, er muss die Notbremse ziehen, er muss andere Dinge vom Stapel lassen. Es ist, und glaube ich, die Erkenntnis ist wohl schon unumstößlich, eine Randgruppe, die die Gewalt sucht und die sich leider Gottes Hertha-Spiele als Ausgangspunkt ihres Unglückseligentuns nun mal genommen haben. Gut, Sie sagen, der Verein distanziert sich davon. Nur diese Leute tragen zum Teil Hertha-Embleme. Sie geben vor, im Namen von Hertha BSC Schlägereien zu provozieren. Und ich erinnere mich, Peter Geiler, dass Sie nach dem letzten Zwischenfall angekündigt haben, Sie wollten mal gerichtlich klären lassen, ob jeder Mensch sich Hertha-Fan nennen darf oder nicht. Was ist denn das geworden? Da sind wir gleich beim Thema. Also ich würde ja sagen, das sind Bild-Zeitungsleser. Das ist genauso, das können Sie auch nicht widerrufen. Oder ich sage, es sind Anhänger einer bestimmten politischen Gruppierung. Genauso könnte man das ja auch sagen. Ich stimme also Horst Wolter völlig zu, dass, sagen wir mal, diese sogenannten Fans eben keine Fans sind. Und zwar aus folgendem Grunde, weil ein Fan, und da müssten wir mal in den Duden reingehen, da ist ja definiert, was ein Fan eigentlich sein soll, er hat eigentlich etwas Positives. Insofern, dass er jemanden positiv unterstützt. Und die Leute, die unsere Veranstaltung zur politischen Veranstaltung irgendwelcher Art umfunktionieren wollen, von denen müssen wir uns zwangsläufig trennen, weil wir uns nämlich zu dem Rest der Bevölkerung und zu dem Rest der Zuschauer solidarisch verhalten wollen und da eine ganz vernünftige Sportveranstaltung haben wollen, wo es auch laut sein darf. Also ich meine nicht nur still auf dem Platz sitzen, sondern es darf durchaus laut sein, es darf kakelt werden, wenn man das so negativ ausdrückt, es darf auch alles Mögliche gemacht werden, aber es darf eben nicht Strafgesetzbuch hier mit in Betracht kommen, sondern es muss sich in einem Rahmen halten, der einer Sportveranstaltung angemessen ist. Und das unterstützen wir. Und das ist für uns ein Hertha-Fan. Und die anderen sind es eben nicht. Die benutzen unsere Veranstaltung, von denen müssen wir uns leider, wir haben es lange genug versucht, mit guten Mitteln müssen wir uns leider trennen. Das heißt, die können nicht mehr zu unserer Veranstaltung kommen. Herr Priestorf, Sie kriegen ja die Leute, die bei Hertha Randale machen oder außerhalb des Stadions Randale machen, ja zu sehen. Als Fälle auf dem Tisch. Wie muss man sich den Randalemacher, den Krawallmacher vorstellen? Ist das jemand, der im blau-weißen Schal rumläuft, der einen Hertha-Sticker hier am Ärmel hat und immer noch HOH brüllt? Oder wie sehen die Leute aus?
Ja, schön wäre es, wenn Sie eben als Fußballfans überhaupt noch zu erkennen wären. Die Zeit, die hat sich gewandelt. Ich kann mich erinnern, wie ich mit dieser Tätigkeit des sogenannten Staatsanwaltes hier in Berlin angefangen habe. Da waren es also noch die blau-weiß gekleideten Fans. Heute kann davon nicht mehr die Rede sein. Das, was wir vor Gericht treten, sie ohnehin nicht in blau-weiß auf. Aber auf der anderen Seite, die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, sind unter anderem die, dass diejenigen, die Randale machen, erstmal ins Olympiastadion verbracht werden, sofern sie außerhalb etwas angestellt haben sollten. Oder logischerweise erst recht, wenn sie im Olympiastadion sind, dass sie dann eben da zugeführt werden. Einmal der Schutzpolizei, dann ist aber im Stadion selbst auch vertreten die Kriminalpolizei. Und speziell mit der arbeitet die Staatsanwaltschaft zusammen. Da gab es noch anfangs den blau-weißen Hertha-Fan in der Kleidung. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, gehen nun schon, wer weiß wie lange zurück. Sie datieren aus dem Jahre 1978, also 11 Jahre ist es nunmehr her. Aber das Entscheidende ist, derjenige, der uns heute eben die Probleme bereitet, der ist nicht mehr als Fan so zu erkennen. Und das schafft, man muss es eigentlich sagen, eine neue Dimension. Und mit der wollen wir uns vermutlich heute besonders auseinandersetzen. Ja, wie sind die Leute vom sozialen Spektrum her aus? Sind das, ja. Früher hieß es immer Jugendliche, Arbeitslose, Trinker und so weiter und so fort. Kann man das überhaupt noch so sagen oder geht das quer durch alle? Es ist nach wie vor so und da liegt auch wiederum eine Besonderheit drin. Wir haben es nach wie vor überwiegend mit jugendlichen Randalemachern zu tun. Das sind jugendliche Heranwachsende, selten haben wir Erwachsene, wo ja das Strafgesetzbuch ganz andere Maßnahmen kennen würde. Das Jugendgerichtsgesetz, das sieht ja doch vor, mit denjenigen doch etwas anders zu verfahren, schließlich und endlich geht es ja darum, den Lebensweg weiterhin zu bestimmen, als nur, wie ja bei Erwachsenen, auf die gegenwärtige Lebensführung eben einzuwirken. Also es bleibt nicht, weil es sind Jugendliche und wenn man mal die alten Kandidaten von früher her versucht, mal heute ja, zu sehen, wenn man den Lebensweg verfolgt hat, dann muss man feststellen, wie auch in anderen Bereichen, denken wir also an Studentenkrawalle und, von denen ist heute nichts mehr zu sehen. Es sind neue, jugendliche, Heranwachsende dazugetreten und die alten, die sind weg. Einige wenige Ausnahmen gibt es natürlich dabei. Herr Kramer, ich meine, Sie haben ja als Polizist im Stadion direkt auch hautnah fast Kontakt mit solchen Leuten. Was sind denn Ihrer Meinung, was ist das für Leute? Welche Begründung geben die dafür, dass sie im Stadion oder außerhalb des Stadions, da ja fast noch mehr, Randale machen, dass sie Schlägereien provozieren? Was sagen die denn, wenn sie fragen, warum macht ihr denn das? Ich kann im Grunde genommen die Ausführungen von Herrn Christoph nur bestätigen und vielleicht dahingehend ergänzen, dass sich bezeichnenderweise im Anschluss an die Spiele, während des Spiels, im Stadion selbst haben wir ja kaum mehr die Probleme, die früher vielleicht auch gelegentlich auftauchten, im Anschluss an das Spiel jeweils ein bestimmtes Ritual abzulaufen beginnt. Es geht so, dass man gruppenweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der U-Bahn in Richtung City fährt, sich dort an bestimmten Treffpunkten einfindet, rund um den Breitscheidplatz, rund um die Gedächtniskirche, dass man dort gröhlenderweise steht, bedauerlicherweise für den Verein Hertha BSC sind es oftmals Schlachtrufe, die mit Hertha in Zusammenhang stehen, dass man vom Zoologischen Garten aus mit der S-Bahn zur Friedrichstraße fährt, um dort, wie es beobachtet wurde, alkoholisch aufzutanken, dass man auf der Hinfahrt sowohl umso mehr auch auf der Rückfahrt, wenn man aufgetankt hat, S-Bahn-Züge demoliert, dass man sich wieder in der Stadt trifft, dass man sich mit allem anlegt, wo man glaubt, einen Widerpart finden zu müssen, seien es Ausländergruppen oder jetzt seit neuestem auch sich in der Stadt gelegentlich versammelnde Antifa-Gruppen. Es beginnt also auch da ein Schein politisches. Das sind also die Gruppen, die sich selbst Antifa-Gruppen, also antifaschistische Zusammenschlüsse, also im politischen Bereich aktive Jugendgruppen.
Beginnt also auch da eine scheinpolitische Auseinandersetzung, dass man sich also gegenseitig mit entweder Rechtsextremist oder von der anderen Seite als Linksfaschisten oder wie auch immer beschimpft. Und es kommt noch etwas Besonderes hinzu, dieses Ritual umfasst auch die Verabredung zum Prügeln. Und dieses geht sowohl von den, wie wir sie bezeichnen, störrelevanten Gruppen der Berliner aus, als auch von Fangruppen, wenn man sie so bezeichnen darf, sogenannten Fangruppen von gegnerischen Vereinen. Ja, es sind ja wohl nicht nur gegnerische Vereine. Beim letzten Zwischenfall waren ja auch Fans aus Nürnberg da, aus Lübeck, also aus Städten, die überhaupt nicht am Spiel beteiligt waren. Richtig. Das heißt also, es muss doch in der ganzen Bundesrepublik regelrechte Organisierungen geben von Prügeleien. Wenn man sich verabredet, heute ist Berlin dran und morgen kloppen wir in Schalke und das es scheint ein richtiges Netz zu sein. Richtig, es gibt Verbindungen zwischen einzelnen Fangruppen, zwischen Fangruppen einzelner Vereine. Es gibt zu einzelnen Fangruppen besondere Sympathien, zu anderen wiederum Antipathien. Ich glaube, es ist traditionell schon fast eine Antipathie zwischen den Schalke-Anhängern und den Hertha-Anhängern. Und es gibt offenbar Verbindungen. Blutchen Anfangspunkt gehabt, nicht? Mag sein. Ja, es gibt aber offensichtlich Verbindungen zwischen Lübecker und Berlinern, zwischen Lüdenscheidern und anderen, zwischen Bremern und Braunschweigern, um nur einiges zu nennen. Wo die sich begründen, woraus die herrühren, kann ich nicht sagen. Herr Kuhn. Gestern Feinfarmus sollte nicht mehr Freund sein, ja? Und umgekehrt. Also ist ja das auch. Das wandelt sich auch. Ja, ich glaube, ein Problem ist auch, es passiert einfach im täglichen Leben zu wenig. Es ist alles organisiert, es ist alles vorbestimmt, alles geplant, sodass die Auseinandersetzung jetzt da bewusst eben gesucht wird. Ich glaube, das ist mit Sicherheit auch ein Aspekt. Ja. Genau, darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Ich glaube, dass es wenig bringt, wenn man jetzt versucht, sprachlich zu trennen zwischen Fans und sogenannten Fans und Störern, weil die Frage, wer ist wer, letztlich ohne Ergebnis bleibt für das, was man daraufhin als Reaktion machen müsste. Man muss feststellen, die kommen, ob man sie da haben will oder nicht. Wenn man sie nicht haben will und meint, man könnte sie erkennen an Schals und irgendwelchen Aufklebern und Aufnähern, dann nehmen sie die halt von vornherein ab und kommen trotzdem. Man kann sie dann auch nicht mehr erkennen, sondern ahnt nur, dass da welche sitzen. Die sind also auch so flexibel, dass sie reagieren auf die Strategien des Kontrollierens, des Ausgrenzens und sie kommen trotzdem. Und dann kann man eigentlich nur versuchen, darauf zu reagieren, dass sie da sind. Ob man die zu sich noch zurechnen lässt oder nicht, spielt dann fast keine Rolle mehr. Das, was die dazu bringt, denke ich, hängt zusammen mit dem Lebensgefühl. Wenn man auf eine Schlägerei aus ist, dann ja nicht deshalb, weil man da irgendwie ein Sadist ist und jetzt unbedingt einen anderen bluten sehen will, sondern ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man sich selber nochmal körperlich erfahren will, dass man die eigene Kraft auch demonstrieren will und dass man auch erlebt hat, dass das eine sehr öffentlich wirksame Form ist, sich hinterher zu prügeln nach Fußballspielen. Die Medien reagieren ja auch zum Teil in einer Weise, die überzogen Einzelfälle beleuchtet und sie damit auch nochmal verstärkt ihnen eine Resonanz verschafft, die dann wiederum auch ein Impuls ist, beim nächsten Mal darauf zu hoffen, dass es wieder so klappt. Und der Mechanismus funktioniert ja auch. Nur mal ein Beispiel, wenn sich Hertha und Blau-Weiß-Fans irgendwo treffen würden, miteinander reden, wäre das keine Meldung wert. Aber wenn sich nur zwei von denen öffentlich irgendwo prügeln, ist das eine Schlagzeile. Und insofern verstärkt sich dieser Mechanismus. Die Ausgrenzung, die erfolgt aus dem Stadion, hat dann ja die Konsequenz, dass es nur noch zwei Räume gibt in der Nähe des Stadions oder danach im Innenstadtbereich oder auf Auswärtsspielen. Andere Räume gibt es ja nicht mehr. Und die werden dann verstärkt aufgesucht und genutzt. Und damit ist der Verein ein Problem los in seinem Verantwortungsbereich, da wo er als Stadionmieter auftritt. Aber er hat es im öffentlichen Raum verlagert. Nicht er, sondern es ist verlagert worden. Nein, ich will schon sagen, es hat sich verlagert. Da hängen mehrere Faktoren dran. Das ist jetzt keine Absicht von einem Verein, sondern es ist auch ein Prozess von mehreren Dingen, die zusammenkommen. Und dann scheint es plötzlich ein öffentliches Problem zu werden, was Polizei und Justiz lösen müssen. Und die können es natürlich nicht lösen, weil die Ursachen auch nicht unbedingt bei der Polizei geschaffen werden. Wobei natürlich auch da wahrscheinlich in der Vergangenheit manches sich auch nochmal aufgeschaukelt hat. Ich denke, die Kritik so auch an der Härte von Polizeieinsätzen, wie Auswärtsgruppen gleich eingeschlossen, begleitet, abgeschirmt, gefilzt, festgenommen, stundenweise. Sowas könnte man, gab es, ist vielleicht nicht mehr heute der Stil, aber sowas hat es ja gegeben und schafft dann immer wieder auch neue Ansätze und Anlässe. Herr Kraul, das war eine Kritik jetzt auch von der Polizei? Ja, das ist möglich, dass das auch eine abgestufte Kritik
an dem war, was in der Vergangenheit auch an Fehlern gemacht wurde, an überzogenen Einsätzen gemacht wurde. Ich glaube, es ist richtig, dass man in den zurückliegenden Monaten begonnen hat, etwas abgestufter und differenzierter, um das Modewort zu nehmen, deeskalierender, auch mit diesem Phänomen umzugehen beginnt. Ich habe die Erfahrung, persönlich die Erfahrung, gerade beim letzten Spiel wieder gemacht, in einer Vielzahl von Gesprächen, gerade mit Angehörigen dieser von uns gemeinten, störrelevanten Gruppen. Die erklären schlichtweg, dass auf sie ein Polizeibeamter im Einsatzanzug mit Helm und Schutzschild von vornherein ganz anders, ja provozierend wirkt. Beabsichtigt ist das natürlich nicht. Ich würde niemanden und keinen Polizeibeamten unterstellen, er möchte provozieren. Aber es wirkt in jedem Falle so, als ein inzwischen doch vermehrt im Stadionbereich auftretender Beamter in der ganz normalen Uniform, sage ich mal, des Schutzmanns. Ganz zweifellos. Und ich glaube, da muss auch weiter in diese Richtung gegangen werden, um diesen Prozess zu verstärken, um deutlich zu machen, dass wir also im Stadion sind, um Übergriffe von Einzelnen zu verhindern, aber ansonsten Dienstleistungs- und Serviceunternehmen für die Masse derjenigen da sind, die Fußball begeistert sind und enthusiastisch einem Spiel hoffentlich in Zukunft in größerer Zahl folgen. Hat die Polizei denn eigentlich ein Ohr in dieser Gruppe der Schläge? Also hat man, ich will nicht sagen Vorleute, aber kann man vor einem Spiel abschätzen? Da staut sich was zusammen, da kann mehr passieren als normal? Oder ist jedes Spiel wieder für Sie neu? Also, haben Sie vorher keinen Kontakt mit Doch, diesen? Doch, selbstverständlich. Es finden Kontakte statt, also den Begriff V-Leute möchte ich da auf jeden Fall zurückweisen. Es bestehen Kontakte und es werden natürlich auch, das ist auch gar kein Geheimnis, Polizeibeamte in bürgerlicher Kleidung, also in Zivil, eingesetzt, die bei den Gruppen bekannt sind, auch vom äußeren Erscheinungsbild bekannt sind und die ohne weiteres in diese Gruppierung hineingehen und mit denen Gespräche in dem Sinne führen, na, was ist los? Und die hören auch. Die hören natürlich, wie ist die Stimmung, wie aufgeheizt, wie militant oder wie ja, einfach nur latent gefährlich ist. Es ist und was sich möglicherweise abzeichnen könnte. Ich möchte mal das, Entschuldigung, mal ganz kurz ergänzen. Vielleicht etwas differenzierter sehe ich das persönlich. Wenn es um ein Stadion geht, glaube ich schon, nun nicht also der Polizeibeamte hier mit Schild und dem Einsatzhelm, aber der Polizeibeamte, der deutlich eben zu erkennen ist, glaube ich, hat also, sofern er im Olympiastadion anwesend ist, eine ganz große Funktion. Denn schließlich und endlich in der großen Masse mag er als möglicherweise dann auch dann in Zivil gekleidet überhaupt gar nicht erkannt werden. Aber hinsichtlich der anderen Örtlichkeiten, wir sprachen vorhin von den Zufahrtswegen, dann hinterher logischerweise die Abfahrt. Aber jetzt recht, was ich überhaupt so im Rahmen des Phantoms Stunden später, ja man muss es ja auch sagen, ich fand, das ist ja ein zusätzliches Problem, worüber vermutlich auch nochmal geredet werden sollte, dass sich das häufig erst Tage später auf einmal zusammenbraut. Und dann fragt man sich ja überhaupt noch nicht, hat es überhaupt etwas mit eben dem Phantom noch zu tun? Da wird vielleicht, nicht wahr, das Schlagwort Hertha-Fan, das wird als Bindeglied eben angesehen. Aber für mich ein Ereignis, was nicht mehr in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Spiel zu sehen ist, zeitlich jedenfalls gemeint, hat ja ganz andere Hintergründe. Sie meinen also, die Leute suchen jeden Vorwand für eine Prügelei, mal ist es eben Hertha BSC, sie würden aber jeden anderen Vorwand nehmen. Das sind, ich meine, wir müssen darüber sprechen, das ist also leider ein Zeitmoment, mit dem wir hier zu tun haben, womit man sich vermeintlich in der Vergangenheit nicht beschäftigt hat. Wir sprechen davon, wir kriegen Berichte zu sehen über die Jugendbannen in Amerika, in New York. Und eigentlich kann man sagen, lange Zeit haben wir eigentlich in den Großstädten dieses Phänomen nicht gehabt. Und nun über welche Moment auch immer, Frust im Allgemeinen, Ausgrenzung hier und dort. Jetzt haben wir also ja die politische Konfrontation, gemeint die Linken und die Rechten in der Stadt. Etwas, nicht wahr, was ja, nehmen wir mal an, vor 10 Jahren überhaupt gar kein Thema gewesen ist. Und daraus ergeben sich dann Auseinandersetzungen oder zugleich, nicht wahr, jetzt also ein Schlagwort, um das man sich also schart. Ich möchte mal nur daran erinnern, wie viele
die ich danach dann angesprochen habe, auf die Farbschmierereien, die wir hatten mit Zyklon B. Ja, wie viel hatten denn überhaupt Ahnung nicht, was Zyklon B bedeutet? Und wenn eben heute es heißt, Ausländer raus, warum und weshalb? Und es kommt nur immer der Begriff rüber, die nehmen uns ja die Arbeitsplätze. Und aus diesem Grunde nicht wahr, sind wir gegen diese. Und dann müssen wir gegen die auch etwas tun. Und wenn wir einen finden, dann müssen wir auf den einen einprügeln. Das ist es doch nicht wahr. Nur ziemlich grob mal die ganze Situation geschildert. Nochmal ein Einwurf zu der Frage, ob die sich um jeden Preis und eigentlich an jedem Anlass prügeln würden. Aber ich denke schon, man muss ihnen zugestehen, dass sie zum Fußball eine besondere Beziehung haben. Und angesichts der speziellen Berliner Situation mit Hertha als dem im Grunde nach wie vor einzigen großen Traditionsclub, muss man ja sagen, von der Geschichte her, auch wenn es die sportlichen Leistungen vielleicht so nicht darstellen, aber es ist nun mal der Club, der die längste Geschichte hat und insofern orientiert sich Fußball im Profibereich für die meisten doch immer noch an dem, was sich im Umfeld von Hertha tut. Und wenn die im Stadion spielen, geht man eben hin. Wenn eine andere Mannschaft spielt, dann geht man eben nicht hin. Und insofern ist das schon noch was aus dem Sport kommt oder mit dem Fußball und dem Umfeld von Stadien zu tun hat. Das bietet ja auch eine Chance, möglicherweise anzusetzen, weil es eben nicht nur ums Prügeln geht. Sonst könnten die ja auch bei jeder anderen Sportveranstaltung, auf jeder Kirmes, auf jedem Oktoberfest auftreten als prügelnde Horden. Also ganz so einfach ist es nicht. Das heißt, in dem Situationsbereich Fußball geschieht anscheinend etwas, was identitätsstiftend ist, mit einer Menge Alkohol auch enthemmend und wo dann das Bedürfnis nach einer Körperlichkeit, nach Siegen, die man vielleicht im Alltag nicht mehr erringen kann, denn es sind ja keine Zehlendorfer Bürgersöhnchen, sondern in der Regel eher vielleicht Hauptschüler aus dem Märkischen Viertel mal etwas polemisch auf die andere Seite gespielt, dann hat man da Möglichkeiten, sich als Gruppe, als Kollektiv, als grölende und auch prügelnde Masse zu erleben. Und ich denke, diese Verknüpfung zum Fußball bietet ja auch einen Ansatzpunkt, einen, den wir ja auch in dem Aufgreifen von dieser Fanprojektidee nutzen wollen. Wenn es das schon nicht mehr gäbe, wäre es ja nun wirklich schwierig, die Gruppen überhaupt anzusprechen und irgendwo zu bekommen. Da sehe ich also auch noch eine Chance dran, dass die wirklich noch was mit dem Sport im Sinn haben, auch wenn man selber sie nicht gern als eigene Fans haben möchte. Aber sie kommen immer nur zum Fußball und gehen nicht zum Rollkunstlaufen. Christian Kammel. Auch da nicht. Ich warte. Jetzt ran. Christian, du kennst ja auch eine Menge Fans aus seiner Arbeit als Sicherheitsbeauftragter. Hat sich denn da wirklich was gewandelt in den letzten Jahren? Man hört ja Rufe wie Republikaner, Ausländer raus. Das ist ja nun teilweise ja, hat ja auch einen politischen Hintergrund. Sind Fußballfans politischer und gewalttätiger geworden in den letzten 5-6 Jahren? Also eins möchte ich erstmal erwähnen, und zwar wird hier sehr viel Kritik laut. Ich glaube, an der Stelle kann man auch mal loben. Und zwar innerhalb des Stadions, glaube ich, hat Berlin mit seinen Fans keine Schwierigkeiten. Und wenn andere Stadien ähnlich erfolgreich in Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft derartige Erfolge vorweisen könnten, wären wir, glaube ich, glücklich. Das ist erstmal zur Einführung. Natürlich hat sich die Fanproblematik geändert im Laufe der Zeit. Es ist eine Generationssache geworden, wie hier eben von Polizei und Staatsanwaltschaft auch schon erwähnt, hat sich das verlagert. Es gibt heute mehr oder weniger ein Lacoste-Fan, um es mal so auszudrücken. Das heißt, der ist äußerlich eigentlich nicht mehr erkennbar. Man kann also nicht mehr so differenzieren, auch für den Passanten auf der Straße fällt es schwer. Nun, der hört irgendwelche Schlachtrufe, die härter zugeordnet werden. Und ich glaube, und da möchte ich auch mal gleich eine Frage an Herrn Kuhn stellen, der, glaube ich, ähnlich denkt vom Ansatz her, vielleicht aber die Verwaltung noch nicht so ganz nachzieht. Man hat festgestellt, dass bestimmt in unserer Gesellschaft vieles für die Jugendlichen dann reglementiert wird. Und überall Vorschriften existieren und gerade vielleicht so ein Fußballspiel, der also eben nicht, ein Fußballspiel ist für meine Begriffe nicht zu vergleichen mit einem Besuch in der Deutschen Oper, wo vielleicht die Möglichkeit geschaffen ist, ein bisschen mehr Übermut und Freude zu zeigen, alles im Rahmen, wohlgemerkt, da fängt man auch noch an, Vorschriften zu machen. Und zwar Vorschriften dann ganz konkret dem Verein. Der Verein ist verpflichtet, darauf einzugehen, sprich durch einen Stadionvertrag, wo Auflagen existieren. Da gibt es eine Auflage, die finde ich, ist nicht mehr zeitgemäß. Und da sollte man vielleicht dann auch mal ein bisschen ansetzen, dass Konfetti im Stadion verboten ist. Hertha BSC ist, ja, es hört sich lachhaft an, Hertha BSC hat das Image bei den Fans teilweise, ja, die greifen hart durch, die müssen hier Sachen umsetzen, die uns nicht einsichtig erscheinen, beschimpfen den Verein, ohne eigentlich wirklich zu wissen, dass der Verein gezwungen ist, diese Maßnahmen einzuhalten. Und wenn man da vielleicht mal
ja auch einer gewissen Überarbeitung gesagt, also, Rechnung trägt. Da muss ich aber ein bisschen trüben. Ich kann nicht so eine positive Bilanz ziehen und ich glaube, Herr Wolter wahrscheinlich auch nicht. Wenn man mal dann in die Kasse guckt und überlegt, was eigentlich nach jedem Spiel leider von beiden Seiten aus als Schaden festgestellt wird und dann eben auch von dem, der sie mietet hat, bezahlt werden muss. Das heißt, nee, die Zerstörungen, die dadurch entstehen, und das ist ja eins unserer im Moment aktuellen Probleme, dass eben eine Gruppe von 100, 200 oder mal mehr Leuten in dem jetzt inzwischen eroberten Bereich im Oberring eben nicht ein Spiel sitzend verfolgt, sondern über weite Strecken stehen, trampelnd und dadurch auf Dauer auch Schäden auslöst an den Sitzen und ein Sicherheitsrisiko darstellt für den Fall von Stürzen oder irgendwelchen größeren Bewegungen dieser Menge. Wir haben einen sehr steilen Oberring, deshalb ist das Stehen an dieser Stelle aus gutem Grunde nicht erwünscht. Und die Schwierigkeit besteht darin, es zu realisieren, dass die alle sitzen. Neben den Schäden, die halt durch die Trampeln auch immer wieder entstehen, die in die Tausende gehen. Ich glaube nicht, dass man Konfetti-Probleme hat. Ich teile zwar die Ansicht, dass also ein Konfetti-Verbot eigentlich unnütz ist, jedenfalls in den jetzigen Verhältnissen wüsste ich nicht, wo das stört. Es soll früher mal Situationen gegeben haben, wo das sich anders dargestellt hat, die kann ich nicht beurteilen. Nur glaube ich, dass im Moment niemand, weder der Ordnungsdienst noch die Polizei, tatsächlich eingreift, ein Konfetti-Verbot durchzusetzen, sondern wo eingegriffen wird oder werden sollte, ist die Frage, stehen im Oberring, ob irgendwelche Ausfälle, die dann mit Wurfgeschossen kommen könnten oder ähnliches. Das sind ja die Probleme, nicht Konfetti. Also darauf muss ich gleich antworten. Hertha hat ja diesen Sachen durchaus Rechnung getragen. Das heißt, vom Ordnungsdienst her wurden eben Vorkontrollen eingeführt, dass man den Leuten eben schon bevor sie ins Stadion gekommen sind, dahin überprüft hat, ob sie in irgendeiner Form Wurfgeschoss oder dergleichen in den Taschen oder wo auch immer haben. Das wird gemacht, was teilweise auch bei älteren Personen ja recht als schlecht, gut oder schlecht ankommt. Sperrung des Oberrings ist ein Thema. Hertha BSC hat nun kein Fanprojekt, wie vom Senat angekündigt zwar, aber ein Fanprojekt dahingehend sich überlegt, dass wir sagen, gut, wir müssen die Auflagen, die von der Senatsverwaltung gekommen sind, die wir auch eingegangen sind, erfüllen. Deshalb, wir haben auch Abmahnungen gekriegt in diesem Sinne und keiner, glaube ich, möchte irgendwie ein Stadion verlieren. Wir haben also Umsetzungen dahingehend gemacht, dass wir den Oberring gesperrt haben. Dadurch, vielleicht noch nicht bekannt, sind beim letzten Spiel keine Beschädigungen aufgetreten. Also auch eine erfreuliche Tendenz. Wir haben eine gewisse Lockerung dieses Systems jetzt und hoffen damit beim Bürger, ja, das zu erreichen, insbesondere auch die Abgrenzung dieser Fangruppen, die da oben gestanden haben, zu erreichen. Einfach ist es nicht. Der Senat hat sich auch ein Fanprojekt überlegt. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, wie das Konzept ist. Erstmal hier, Herr Wolter. Also ich möchte nochmal darauf antworten, und zwar auf die Aussage von Herrn Kuhn, dass sie sicherlich da recht geben möchte, dass wir bis auf eine Auseinandersetzung, die ich miterlebt habe und die mich sehr unangenehm berührt hat gegen Saarbrücken, in der vorletzten Spiel der letzten Saison im Olympiastadion eben mal diese Prügelszenen zwischen sogenannten Fans und der Polizei sahen. Bis dahin war es an und für sich so, dass ich sage, mit dem, was sich im Stadion abgespielt hat, konnte ich leben, bis auf die Maßnahme, die wir jetzt ergreifen mussten, den Oberring zu sperren und die natürlich bei vielen wirklichen Fans von Hertha BSC, bei langjährigen Anhängern Unmut, starken Unmut hervorgerufen hat. Und ich möchte die Gelegenheit hier einfach mal nutzen, diesen Hertha-Fans Dank zu sagen für Verständnis, nämlich in der Art, dass doch viele Anrufe und Briefe gekommen sind, wo man sagt, man kann auch den Weg von Hertha BSC verstehen, hier reagieren zu müssen. Und ich möchte nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen, dass es eben keine Maßnahme von Hertha BSC war, die nun willkürlich irgendwelche Fans, wir kämpfen um jeden Fan, das wird uns ja jeder abnehmen, denn wir brauchen jeden Zuschauer, wir brauchen jede Mark, um uns entwickeln zu können. Wir wollen hier niemanden vergraulen, nur wir müssen natürlich, wenn wir den Stadionvertrag einhalten wollen und wenn wir zig Abmahnungen bereits hatten, auch mal daran denken, was passiert, wenn wirklich im Oberring es mal zur Katastrophe kommt. Und ich muss sagen, das ist so leicht vorstellbar, dass ich mir und sicherlich auch das Präsidium, wenn es mal dazu käme, schwerste Vorwürfe gefallen lassen muss, dann stehen nämlich alle Schlauen auf und sagen, das haben wir seit Jahren kommen sehen, ihr wart ohnmächtig hier zu reagieren. Denn diese Steilheit des Oberrings, schon angesprochen von Herrn Kuhn, wenn sich einer mal dort auf die Bank stellt, es gibt keine Wellenbrecher, es gibt nichts, was eine fallende Masse dort aufhalten könnte, die kommen unten an, da gibt es Tote und Schwerverletzte. Und dann darf ich sagen, ist das Stadion für Hertha BSC vom DFB gesperrt. Dann kann ich die Lizenz zurückgeben. Und das sind Dinge, die man einfach mal klar ansprechen muss. Und da muss ich draußen meine Anhänger um Verständnis bitten, dass wir hier reagieren müssen.
Und wir haben ja nun, und das wird in einer Pressemitteilung morgen auch publiziert, einen Schritt zusammen mit Staatsanwalt, mit der Polizei besprochen, der hier eine gewisse Lockerung vorsieht, aber eine Lockerung, mit der wir sicherlich alle leben können, die nicht das jetzt Erreichte mit einmal wieder kaputt macht. Denn ich meine, wir sind auf dem richtigen Weg, dass wir unsere Fans dort im Block A wieder im Unterring sehen, dass wir sie dort auch langfristig binden. Hertha BSC wird sich Aktionen überlegen, wo auch die Spieler mit den Fans dort gemeinsame Dinge machen. Die nennen das mal kleiner Anfang, kleines Fanprojekt, ich darf mal ein Wort dazu sagen. Wir werden jetzt auch beim Blau-Weiß-Spiel, wo Blau-Weiß zwar Gastgeber ist, aber das möchte ich auch mal ansprechen, wir haben mit Blau-Weiß hier hervorragenden Kontakt gehabt, nette Gespräche geführt, sodass wir hier Rivalitäten von vornherein rausnehmen. Und ich kann unseren Fans nur zurufen, benehmt euch so, wie sich der Vorstand oder das Präsidium auf dieser Ebene hier bewegt hat, nämlich fair und sportlich, dann kriegen wir eine Veranstaltung über die Bühne, die dem Berliner Fußball gut tut. Wir werden hier Bälle in, und Trikots in diese Fangruppe werfen, also in den Block A, denn in den Oberring kommen wir mit diesen Gegenständen sowieso nicht hin. Wir wollen also unsere Fans dort unten praktisch mit irgendwelchen Kleinigkeiten netter Art, die wir uns überlegt haben, bedienen. Und es sind auch dort Einladungen dran, für 10 Fans uns anschließend in den Stadionterrassen zu besuchen. Wir wollen mit dieser Fangruppe einen Dialog beginnen, ein Gespräch beginnen. Das ist der erste Ansatz und zu weiteren Dingen werden wir nachher vielleicht mit Herrn Kuhn noch kommen. Wir stehen jedenfalls einem weitgreifenden Fanprojekt sehr, sehr positiv gegenüber und werden alles tun, um eines Tages mal wieder die positive Schlagzeile zu sehen. Es gab ja schon mal ein Fanprojekt in Berlin 1985 und 86. Das wurde mit 350.000 Mark gesponsert, unter anderem vom Landesjugendring. Das ist insgesamt entschlummert. Und Sie, Herr Kuhn, haben ja angekündigt, es soll wieder ein Fanprojekt geben. Ja, ich denke, es war ein großer Fehler, dass damals, als wir in Berlin schon mal über 2 Jahre lang so einen Ansatz hatten, alle glaubten, weil es zu der Zeit, Ende 86, keine spektakulären Schlagzeilen mehr gab, weil auch zwischendurch mal kaum einer noch in der Liga spielte. Und scheinbar das Problem gelöst war, haben alle, die darüber über das Geld entscheiden, haben gedacht, na, dann können wir das Ding ja absagen, ehe wir da noch weitere 100.000 Mark ausgeben. Das war ein Trugschluss. Man hätte vermutlich da gut anknüpfen können, da bestanden gute Kontakte zu den weiterhin existierenden Jugendgruppen, nennen Sie mal nicht mehr Fangruppen, sondern Jugendgruppen. Und in dem Moment, wo dann Hertha aufgestiegen war und wo es sportlich wieder voranging, waren die natürlich alle wieder da. Und die alten Probleme waren auch wieder da. Nur die Betreuungsstruktur, das Angebot, mit diesen Jugendlichen anders umzugehen als nur polizeilich und strafrechtlich, das war dann plötzlich weg. Und dann hatten wir ein Loch. Und dieses Loch hat sich 87, 88 ganz groß geöffnet. Und nun stehen wir alle wieder da und sagen, also jetzt haben wir wieder ein großes Problem. Es war latent eigentlich immer da, denn diese Jugendlichen, um die es geht, hatten dann andere Formen, wo sie das ausgelebt haben, was sie heute so ausleben, wie wir es nicht wollen. Und insofern greifen wir eigentlich hier einen Ansatz wieder auf, der auch in anderen Städten ja funktioniert hat, der dann auch woanders leider eingeschlafen ist. Und man kann das ganz simpel reduzieren auf eine Form von Jugendarbeit, die sich auf diese spezielle Zielgruppe einstellt, die sich auf existierende Cliquen und Gruppen beziehen wird und versucht, auch um den Fußball herum sportliche Jugendarbeit zu machen. Das kann dann auch Hand in Hand mit den Vereinen gehen, das hoffe ich auch. Das kann zu Fußballturnieren mit verschiedenen Fangruppen führen, zu Freundschaftstreffen bei Auswärtsbegegnungen, die man eben ein bisschen organisiert vorher, wo man vielleicht Verfeindete mal versuchen kann aufzubrechen, die Fronten. Und das wird auch ein Stück weit sozialarbeiterische Einzelfallhilfe sein, denn viele dieser Jugendlichen haben ja auch Probleme, derer sie sich da entledigen für kurze Zeit, für wenige Stunden. Insofern muss man auch an ihre eigentlichen Probleme ran und das verbinden mit Jugendarbeit in Bezirken, da wo sie halt auch herkommen, von wo sie sich auf die Reise begeben ins Stadion und wieder zurückfahren. Und dafür braucht man Mitarbeiter, die den Zugang dazu finden, die muss man bezahlen, die muss man anstellen. Das sind jetzt im Grunde genommen die praktischen Fragen, die wir als nächsten Schritt diskutieren müssen. Wer könnte Träger sein? Wie verantwortet man so eine Arbeit? Wer denkt alles mit? Wir denken an eine Art Beiratkonstruktion, wo man also Polizei, die Vereine, die Jugendverwaltung uns mit reinbringt, die Sportjugend. Sowas muss jetzt noch ausgedacht werden, aber in die Richtung geht's. Wurde der Senat denn so ein Fanprojekt finanziert oder mitfinanziert? Ich habe ja schon mal gesagt, bei der Fan-Tagung, die ja schon den Weg gewiesen hat, wir werden auf jeden Fall uns an der Finanzierung beteiligen. Ich denke da auch an eine Größenordnung unsererseits von 200.000 Mark. Weil wenn man also 4, 5 Mitarbeiter anstellt, Sozialarbeiter, dann muss man einfach so eine Summe insgesamt haben. Ich gehe davon aus, das wird Herr Wolter selbst nochmal sagen können, weil wir das ja auch nicht zum ersten Mal besprechen, dass sich auch Hertha daran beteiligt. Und ich glaube, dann wird man vom Finanziellen her eine Basis haben, um längerfristig etwas zu machen. Es kann nicht eine Sache sein, nur für ein Jahr, in der Hoffnung, dann haben wir kein Problem.
Das muss man jetzt schon auf mindestens 3 Jahre konzipieren, unabhängig von den Wellenbewegungen der Ausschreitung. Und Herr WSC? Mein Vize sitzt rechts von Ihnen. Ja, also ich freue mich. Ich in der Beziehung. Ja, die Kerstin sieht gut aus. Aber ich freue mich ja schon, dass wir zu dem Ergebnis kommen, oder zum Teilergebnis gekommen sind, dass es also wirklich nun tatsächlich nicht ein Hertha-Problem ist. Richtig. Sondern dass es ein gesellschaftliches Problem ist, was über den Fußball vielleicht zum Tragen kommt oder zum Ausbruch kommt. Wir können mit Sicherheit nicht alle gesellschaftlichen Probleme in dieser Stadt lösen und es ist mit Sicherheit auch so, dass, sagen wir mal, die Konfrontationssituation aufgrund der politischen Situation, wie sie jetzt in der Stadt entstanden ist, eher größer als kleiner. Nur egal, ja. Ganz so möchte ich das doch nicht stehen lassen, wie Sie sagen. Ich fand, es ist also, dass wir herauskristallisiert haben, es ist nicht ein Problem von Hertha. Ich meine, nicht nur. Ja, ich meine, ich unterstreiche nochmals, dass ich sage, es sind Jugendliche, Heranwachsende, möglicherweise der eine oder andere Erwachsene darunter, der sich hier als Fan ausgibt und tatsächlich überhaupt gar keiner ist. Ich glaube, in dem Punkt besteht also Einigkeit. Nur auf der anderen Seite, wir kommen nicht umhin. Das ist das Phänomen, dass es eben mit Hertha in Zusammenhang gebracht wird. Hier ist vorhin von den Negativschlagzeilen geredet worden. Und unabhängig davon, ob nun also nicht bei Hertha etwas damit zu tun hat oder nicht, es ist einfach ein Problem dieser Stadt. Und wenn es ein Problem dieser Stadt ist, dann finde ich nicht, weil sollten sich alle Verantwortlichen, die jedenfalls Verantwortungsempfinden haben, aufgerufen fühlen, an diesem Problem eben mitzuwirken. Und wenn nun auch noch das Besondere hinzukommt, dass man es in Verbindung mit ja, diesem Verein eben bringt, dann sollte eben auch von daher versucht werden, eben eine Einwirkung nicht wahr, auf diesen Personenkreis zu unternehmen. Ich denke zum Beispiel daran, weil ich eben gerade vielleicht sagen kann für den Kreis, die Maßnahmen für das Olympiastadion sind beschlossen worden, nunmehr vor 11 Jahren. In dem Punkt möchte ich Herrn Kramell recht geben. Ich glaube, die anderen Bundesliga-Städte, die gucken nach Berlin neidisch und sagen, im Prinzip gemessen, ich war an der Großstadt, an dem Zuschaueraufkommen, an dem Problem einer Großstadt im Gegensatz zu kleineren Städten, eigentlich geht es ja da unwahrscheinlich ruhig zu. Das ist dankbarerweise darauf zurückzuführen, weil wir eben so eine gute Zusammenarbeit haben. Ich will nur ganz kurz hier mal eins einpflichten, um Gottes Willen, hier kann ich auf einmal ein Referat halten. Eine Notiz vom Tagesspiegel vom 19.09.89, also vor 2 Tagen. Da ist von 3 Spielen berichtet worden. Einmal war es in Griechenland, dann ein anderes Spiel, das war in Holland und das dritte, das war in Hamburg. Insgesamt gab es 104 Festnahmen. Und nun mal den interessanten Vergleich. Die Polizei sitzt gleich an meiner Seite und wird die Zahl bestätigen können. Am Tage, nämlich dem 19. September, gab es in Berlin im Zusammenhang Straftaten gegen Leib oder Leben. Da geht es ja in der Regel hin. Was interessieren mich hier nicht, wenn in dem Zusammenhang Kfz-Diebstähle oder auf der anderen Seite Rauschtaten, gab es ganze 3 Festnahmen. Man muss sich mal überlegen, dieses Phänomen. 3 Spiele finden statt, 104 Festnahmen und auf der anderen Seite normalerweise für diese Großstadt eben so. Ich komme aber auf das andere, auf das Eigentliche, was mir über Ihre Worte so am Herzen liegt, zurück. Ich sage, wir müssen uns jeder für seinen Bereich aufgefordert fühlen, etwas zu tun. Und nun kann man nicht einfach nur sagen, na, da ist das Stadion und wir haben ja das quasi im Griff, wir müssen uns etwas Neues überlegen. Ich denke zum Beispiel daran, es reicht nicht mehr aus, dieser Stadionsprecher. Es muss vom Stadion her, über die Lautsprecheranlage, muss eine andere Einwirkungsmöglichkeit auf den Fan gegeben werden. Herr Kramer, Sie werden es bestätigen, es gibt also einen Polizeisprecher, der war ja im Rahmen einer Demonstration oben am Kurfürstendamm, hat er ja Berühmtheit erlangt, wie er mit den Demonstranten umgesprungen ist, nicht, weil er verstanden hat, eben hier eine Form, naja, der Lächerlichkeit herbeizuführen. Warum soll das nicht im Stadion auch möglich sein? Eine Maßnahme, die der Verein selbst ergreifen könnte.
Mein Kollege Just, nicht wahr, der ja eigentlich jetzt federführend für den Bereich hier der Staatsanwaltschaft im Stein zuständig ist, der hat die Idee entwickelt, warum setzt man nicht mal die Videowand ein mit irgendwo jetzt mit Knallern eben rein, dass also das mal deutlich gemacht wird, wie unmöglich die sich benehmen. Ja, und letztlich, nicht wahr, frage ich den Verein auch mal, der Verein besteht ja nicht nur aus dieser Mannschaft. Sie haben hier auf den Haufen Mitglieder. Wenn jetzt also von oben von den Rängen gerufen wird, stimmen überein, Knabenchor und so weiter, das ist ja daraus, die Fangemeinde können wir nicht zum Opernchor machen. Das ist klar. Aber ich sehe persönlich nicht ein. Ich finde das eine furchtbare Diffamierung den fremden Spielern gegenüber. Und Sie haben ja genug fremde Spieler in der Mannschaft. Wenn ich da höre, wird von oben runtergebrüllt, Jude, ganz schlimm. Wenn da runtergebrüllt wird, westdeutsche Scheiße. Sie müssen sich mal vorstellen, die Hälfte ihrer Mannschaft nicht, weil das sind Westdeutsche. Wie fühlen die sich denn eigentlich dabei, wenn sie so eigentlich tituliert werden? Kann man da nicht alles, nicht wahr, aus dem Kreis der Hertha Mitglieder, ich bringe hier bloß mal ein paar Ansatzpunkte, kann man denn da nicht sagen, Herrschaften, ihr seid Vereinsmitglieder, kommt doch mal in Stein und man kann doch auch mit Schlachtrufen gegenpowern. Man kann auch was anderes rufen oder man kann angefangen damit, man kann auch Buh rufen. Das wären vielleicht also, mal Ansätze. Ich stimme Ihnen ja da völlig zu, das ist diese Diffamierung, die Sie hier eben gerade genannt haben, die haben in keinem Fall unsere Unterstützung. Und wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, ich trage ja, sagen wir, seit 4 Jahren hier mit Verantwortung und ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen, es sind zig Veranstaltungen, die wir mit den unterschiedlichsten Fangruppen gemacht haben, mit Spielern und Trainern. Und wir haben mit Sicherheit, sagen wir mal, auch im Einzelfall eine ganze Menge erreicht. Das glaube ich schon. Und das war mit Sicherheit auch mit ein Grund, dass so eine gewisse Beruhigung dieser Szenerie eingetreten ist. Und Ihre Zahlen, die Sie genannt haben von den Festnahmen, decken sich auch mit meinen Erfahrungen und was ich so lese. Also im Verhältnis, sagen wir mal, kann man in Berlin wirklich eigentlich zufrieden sein, in Anführungsstrichen. Also es ist zwar ein Problem, aber es ist nicht so ein gravierendes Problem. Und insbesondere nicht für den Zuschauer. Für den Zuschauer, glaube ich, besteht keine aktuelle Gefahr. Nur es ist natürlich so, dass in den Medien das so dargestellt wird, als, und ich höre das ja auch immer in der Berliner Szene, wenn man da zu Hertha geht, na, dann muss man ja im Grunde genommen mit Schutzanzug und vorsichtig sein und so weiter. Also ich muss ehrlich sagen, ich selbst war mit Herrn Wolter und auch mit anderen schon im Fanbereich, also ich fühle mich da in keiner Weise bedroht. Okay, die sind ein bisschen lauter als vielleicht andere, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man da einer körperlichen Gefahr ausgesetzt ist. Und die Festnahmen und die tatsächlichen Tatbestände im Stadion und auch ein bisschen drumherum zeigen das eigentlich. Und Ihre Zahlen bestätigen das eigentlich. Also der einzelne Zuschauer braucht nicht beunruhigt zu sein. Das stimmt. Aber die Medien stellen es eben so dar. Wenn sie die Überschriften sehen und am nächsten Tag lesen sie dann etwas kleiner, ja, es war doch kein harter Fan, der den Türken da, weiß ich, mit dem Messer und so, oder mit der Flasche mit Polizisten. Und erst ist es erstmal ein härter Fan und nächsten Tag wird es dann ein bisschen kleiner widerrufen, sodass, sagen wir, presserechtlich die Sache in Ordnung ist. Aber letztlich bleibt natürlich der schlechte Ruf bei uns hängen. Und das ist, sagen wir, ein viel, viel größeres Problem, dass wir im Augenblick mit diesem wahnsinnig schlechten Ruf leben müssen. Und dass eben dieses gesamte gesellschaftliche Problem, was da ist, unter der Hertha-Fahne hier in dieser Stadt verkauft wird. Das ist unser Problem. Also ich finde, ein paar von den Anregungen, die Sie jetzt gebracht haben, sind bedenkenswert. Die werden wahrscheinlich auch in ähnlicher Form inzwischen bei Hertha erwogen und die machen deutlich, dass man im Grunde genommen zwei Aktionsfelder hat. Man hat das unmittelbare Geschehen im Stadionbereich. Das ist wichtig, darauf einzuwirken. Da sehe ich auch noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten, die man probieren muss und die ja nun noch zunehmend alle mal durchprobiert werden, bis mal hin zur Sperrung des Oberrings. Ich denke, das war eine heilsame Erfahrung, dass sowas dann auch mal passiert, dass also auch Konsequenzen bis zum Ende durchgezogen werden. Das wird auch einige zum Nachdenken gebracht haben. Anderes kann man da auch probieren. Und die Vorschläge, die Sie beschrieben haben, finde ich gut. Soll man machen, soll man probieren, wie weit sowas wirkt. Man sollte aber sich vor einem hüten, nämlich zu glauben, dass bei aller Notwendigkeit dieser Dinge wir dadurch das Problem auch schon im Griff haben. Denn natürlich wird das niemand daran hindern, im Oberring oder sonst wo auch zwischendurch wieder Sieg Heil zu schreien oder Jude, wenn einem der Schiedsrichter nicht gefällt, oder dunkel andersfarbige Spieler auf dem Spielfeld zu beschimpfen.
Das wird sich dadurch nicht verhindern lassen. Das wird sich möglicherweise auch nicht durch ein Fanprojekt sofort abstellen lassen. Auch diese Vorstellung wäre illusionär und würde die Mitarbeiter, die man gewinnen muss, auch unter einen großen Druck setzen, unter einen falschen Druck. Dass kaum, dass die da sind, plötzlich alle wie die braven Lämmer Hand in Hand ins Stadion ziehen. Das wird nicht passieren. Es wird auch Schlägereien weitergeben. Und trotzdem ist es notwendig, diesen Versuch zu unternehmen, weil es eigentlich aus meiner Sicht dazu keine andere Alternative gibt. Die Alternative wäre dann wirklich nur noch das letzte Mittel öffentlicher Gewaltherrschaft, die Polizei und die Justiz. Und die haben wir nun in den letzten Jahren versucht einzusetzen oder die sind eingesetzt worden mit eben null Erfolg, was also das Gesamtphänomen angeht. Ja, die können immer nur Einzelne, man kann Einzelne vielleicht mal kriegen, man kann sie strafrechtlich bearbeiten, aber das löst ja nicht das Problem des Umfeldes, in dem sowas auch mitschwingt und hochkommt. Es ist ja nicht ein Redelsführerproblem. Das ist es in ganz wenigen Ausnahmen, wo auch politisch denkende Köpfe versuchen, in diesem Umfeld Politik zu machen, ausländerfeindliche Politik in der Regel. Das Massenproblem ist ein anderes. Das ist eher eine unpolitische Bewusstseinshaltung, die in so einem Spruch nicht ein Programm hat, keine politische Parole mit einem Programm und einer Partei verbindet. Auch wenn die Republikaner rufen, wissen die wahrscheinlich nur sehr vage, was deren Programm ist, aber immerhin reicht das, was sie ahnen, aus, um sich da irgendwo mit ranzuhängen. Ein Rekrutierungsfeld für diese Partei sind die Leute nur begrenzt. Und für politische Aktionen sind solche Leute auch unbrauchbar. Das haben Erfahrungen der letzten Jahre auch gezeigt. Gut, ich meine, gegen akustische Beleidigungen wird man schwerlich vorgehen können. Man kann nicht jeden rausholen, der einen Rudel ruft und so weiter. Nur stellt sich natürlich die Frage, ob man allein mit weichen Maßnahmen, die wir gerade gesprochen haben, Fanprojekt, psychologische Shooter, Stadionsprecher und so weiter, weiterkommen. Ich meine, in England, wobei die englischen Verhältnisse noch ein bisschen härter sind als unsere, da wird zum Beispiel erwogen, dass man den Fans des Gastvereins nicht mehr erlaubt, die Reise zu unternehmen ins Stadion des Gastgebers. Und auf dem Stadion des Gastgebers halt nur man mit einem speziellen Personalausweis, Vertrauensausweis reinkommen. Frage an den Kramer von der Polizei. Ist sowas überhaupt A, wünschenswert und B, überhaupt bei uns anwendbar, dass man also quasi ein Reiseverbot für Schlachtenbummler vom Gastverein erlässt? Das halte ich rechtlich überhaupt nicht für erwägenswert. Das ist meines Erachtens nach nicht durchführbar. Im Übrigen glaube ich auch nicht, dass man die Verhältnisse, von denen Sie gerade sprachen, in Großbritannien, in den Niederlanden, in Belgien und anderen Staaten nicht mit der Situation hier, glücklicherweise nicht mit der Situation hier in Berlin vergleichen kann. Das wurde ja schon von verschiedenen Teilnehmern hier zum Ausdruck gebracht, dass wir glücklicherweise hier noch nicht in der Art belastet sind. Dennoch sage ich natürlich, wäre denn anfängt. Wir wollen auf keinen Fall, dass sich das hier noch eskaliert. Und dennoch, wir Polizei und sicherlich auch die Staatsanwaltschaft, wir kurieren hier in dem Zusammenhang nur ein Symptom, nicht? Und es muss begrüßt werden, was sich hier damals am 15. Juli mit dem Fanprojekt begangen wurde. Das ist eine tolle Chance, meine ich, wenn sowohl die politische Ebene Einigkeit erzielt mit den relevanten Sportvereinen, sogar auch mit den relevanten anerkannten Fangruppen, muss man ja auch sehen, das sind ja die Betroffenen oder Teile der Betroffenen, zumindest die immer wieder in Verruf gebracht werden, in Zusammenhang gebracht werden mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, dass man einer Meinung ist, dass nur hier eine Möglichkeit besteht, mittel- und langfristig einen Prozess in Gang zu setzen, der diesem Phänomen angemessen begegnet. Ich glaube, da werden alle am Tisch hier einer Meinung sein. Und die Frage liegt eben immer dann in der Finanzierung. Da kommt, das ist ja der entscheidende Punkt. Da wird dann gesagt, ja, ein bisschen was machen wir locker. Und dann muss der Verein, Vereine sind einfach für die Finanzierung der Dinge überfordert. Weil ich glaube, das ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe. Und wenn wir mal sehen, was wir schon im ehrenamtlichen Bereich. Sie sehen immer nur die paar, die da im Olympiastadion kicken. Also Sie müssen mal die anderen Mannschaften, die wir haben. Ich hatte beim letzten Heimspiel hatten wir unsere C-Jugend zu Gast. Da dachte ich fast, ich bin in einer türkischen Mannschaft. Also da waren bestimmt 80% waren türkische Kinder, die da im Wedding bei uns Fußball spielen, in einer Mannschaft, mit Deutschen zusammen. Das heißt, da wird sehr viel ehrenamtliche Arbeit schon auf der unteren Ebene geleistet. Und für die wir ja nichts fordern und auch nichts bekommen. Aber ich meine, für so eine Aufgabe jetzt da noch zusätzlich, und es geht mit Sicherheit nur mit Leuten, die ein bisschen professionell vorgebildet sind für solche Fragen, glaube ich schon, in Verbindung natürlich mit anderen, die jetzt hier ehrenamtlich tätig sind. Okay, das geht sicher. Aber dass wir jetzt hier Leute einstellen,
die da oder uns da kostenmäßig wesentlich beteiligen können. Also das ist einfach finanziell nicht. Naja, Sie kennen unsere finanzielle Situation sehr gut. Ich glaube, ja, aber dann würde ich hoffen, dass Sie jetzt nicht hinter das zurückfallen, was wir schon mal als Gesprächsgegenstand hatten. Dass es nicht um das Spenden von Briefmarken geht, ist klar. Wir sitzen ja auch nicht in der Gartenlaube. Ja. Das heißt, die finanziellen Verhältnisse von Hertha sind natürlich so, sind natürlich so, dass man schon erwarten muss, dass es einen ernsthaften und spürbaren Beitrag gibt. Natürlich werden wir jetzt nicht hier um 1.000 oder 2.000 Mark falschen. Wir werden uns irgendwann mal hinsetzen müssen, gucken, wie viel Personal wollen wir einstellen, was kostet das im Jahr und wie tragen wir die Lasten. Hertha hat natürlich auch von solchen Mitteln langfristig Gewinn. Machen wir uns doch nichts vor. Die Beziehung, die Herr Priestorf beschrieben hat, wirkt sich ja auch für Sie finanziell katastrophal aus auf lange Sicht. Sie kriegen doch nicht Zuschauerzahlen in der Höhe, wie Sie sie wünschen und wie es die Kasse braucht, wenn dieses Image von Hertha-Umfeld nicht langsam sich auflöst. Insofern arbeiten Sie hier mit Mitteln, die langfristig auch Ihnen wieder Gewinn bringen. Im Image-Transfer, aber auch schlicht in der Zuschauerbilanz. Da sollten Sie immer mit bedenken. Sie spenden hier nichts für fremde Zwecke, sondern Sie tun sich selbst langfristig was Gutes damit. Und der Stadt. Ich glaube, so aggressiv solltest du es jetzt nicht sehen. Das war jetzt nicht alles hier engagiert. Nein, aber ich meine auch so. Nein, sollte man. Gib mir mal eine Chance. Gib mir mal eine Chance. Ganz deutlich, ja, mit der Schuld über ein bisschen Tafels reden. Gib mir bitte mal. Seicht ein Problem vorbei, denn damit lösen wir nicht. Ich glaube, die Erfahrungswerte, die wir alle haben, sowohl Staatsanwaltschaft, Polizei und auch Ordnungswesen, die werden garantiert in dieses Projekt reinfließen müssen. Über die finanziellen Sachen müsste ich hier, Herr Geider. Herr Kuhn, dazu, aber die Erfahrungswerte sind sehr wichtig. Dazu möchte ich nochmal doch eine Chance bekommen, ein paar Ausführungen zu machen. Ich kann natürlich Herrn Gader verstehen, der ja weitgehend mit Herrn Rohloff überhaupt dafür Sorge getragen hat, dass hier noch die Lampen leuchten und dass er sich vor erneuten Ausgaben, sagen wir mal, im ersten Moment ein bisschen bedeckt halten möchte. Ich sehe es aber etwas anders und ich gebe Ihnen recht, Herr Kuhn, es geht nicht nur um Zuschauer, wie man nicht tat, es geht vor allen Dingen um das Sponsorentum. Denn, und das merke ich in dieser Stadt, mit dieser Schlagzeile behaftet und mit diesem Image behaftet, ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, diese Sponsoren an uns zu binden, die ich gerne sehen möchte. Und ich glaube schon, dass es vielleicht ein großer Fehler wäre, hier nicht mit ins Boot zu steigen von Hertha BSC und nicht auch eine finanzielle Flagge, ein finanzielles Engagement zu zeigen. Ich glaube, dass wir auch da irgendwo eine Basis finden werden. Sicherlich kann das keine utopische Zahl sein, aber von vornherein jetzt zu blocken und zu sagen, es würde von unserer Seite aus schon daran scheitern, dass den Mut habe ich mal, hier mal ein Vize in den Rücken zu fallen und zu sagen, sicherlich muss auch vom Senat und von Ihnen, Herr Kuhn, ein entscheidendes Wort damit geredet werden. Denn ich sage schon, es ist ein härter Problem und ich möchte dem Oberstaatsanwalt recht geben, gar nicht die Sache verniedlichen und sagen, nun Hertha BSC, du kannst dich ja freuen, im Stadion hast du einigermaßen die Sache im Griff und was draußen passiert, kann mich ja gar nicht interessieren. Dafür denken wir über dieses Problem, das darf ich Ihnen sagen, viel zu lange nach, viel zu ernsthaft und macht uns riesengroße Magenschmerzen, wie wir das vom Tisch kriegen. Und wir sehen es also nicht so locker, dass wir sagen, also wenn im Stadion Ruhe herrscht, interessiert uns doch das, was draußen passiert, überhaupt nicht mehr. Das können wir nicht, das wollen wir nicht und dazu stehen wir. Nur, wir bitten auch auf der anderen Seite, nicht immer nur alles, sagen wir mal, in eine Richtung zu kehren und zu sagen, Hertha BSC, das ist nun dein Müll, dein Dreck dieser Stadt und ich kriege Anrufe hier, das muss ich auch mal ganz klar sagen, die dann bekunden, wenn es dich Hertha BSC nicht gäbe, hätten wir auch von diesen Leuten Ruhe. Und das kann ja wohl nicht ernst sein. Denn dieses Potenzial ist auch dann vorhanden, das entlädt sich dann irgendwo anders. Also so dumm kann man ja an für sich nicht sein. Preußen am Hals vielleicht. Ja, das ist egal, wer es am Hals hat. Nur man kann nicht so dumm sein und kann sagen, es gäbe dann diese Gruppe nicht mehr, die eine Gewaltbereitschaft hat, aus welchen Gründen auch immer. Also ich stehe dem Fanprojekt, solange ich jedenfalls hier bei Hertha BSC irgendwas zu sagen habe und diesen Posten bekleide, solange stehe ich diesem Fanprojekt positiv gegenüber, auch im finanziellen, dann bin ich vielleicht in Braunschweig, habe da weniger Probleme oder auch welche, weiß ich nicht. Aber solange ich hier in Berlin bin, stehe ich dem positiv gegenüber und auch bin auch der Meinung, dass wir ein finanzielles Engagement einfach nicht ausschließen, sondern im Gegensatz, dass wir es wohl mittragen. Ganz ausgeschlossen haben wir es ja auch nicht. Nee, das dürfen wir auch nicht. Die Dimension muss eben klar sein. Hier steht die öffentliche Hand mit ihren bescheidenen Mitteln, sagen wir, für die Sportverwaltung. Ja, die Sportverwaltung kommt vielleicht im Verteilungskampf der öffentlichen Mittel ein bisschen schlecht dabei weg, aber im Grunde genommen, hier steht ein Milliardentopf den paar Millionen, die hier bei Hertha bewegt werden, gegenüber. Und das muss man in den Relationen einfach schon sehen.
Ich meine, zu der Fahranifa-Fan-Projekt, wie es eben durchzuführen wäre. Ein spontaner Gedanke, der mir kommt, weil ja so viel von Geld jetzt im Augenblick hier die Rede ist. Man muss ja also auch mal den Kreis sehen, der hier angesprochen sein soll. Und es geht ja nach meiner Ansicht, so würde ich jedenfalls das Fan-Projekt verstehen, darum, dass man mit den Leuten in ein Gespräch kommt. Dass man ihnen mal deutlich machen kann, hört man nicht, das ist doch Schrott, was ihr anstellt. Wenn ihr Dampf ablassen wollt, es gibt diese und andere Möglichkeiten und, warum und weshalb, nicht wahr? Jedenfalls es so nicht hingenommen werden kann, dass man aber auf der anderen Seite, wie auch immer, nicht wahr, eine Form des Verständnisses hat. Das ist auch passiert. Herr Geider, nicht wahr, da geht es doch nun darum, nicht wahr, dass man, was anderes. Ja, aber lassen Sie mich mal vielleicht den Gedanken zu Ende führen. Dann geht es doch darum, nicht wahr, dass man eine Begegnung stattfindet. Dass man also irgendwo zusammenkommt und das ist ein Kreis, nicht wahr, der will gerne sein Bier trinken und. Und ich weiß ja nicht, wer in diesem Verein, nicht wahr, da gibt es ja also auf jeden Fall ein Mitglied, was hinsichtlich der Lokalitäten etwas eben drauf hat oder nicht wahr, es muss ja nicht diese Örtlichkeit sein, kann ja was anderes also auch sein. Kurzum, nicht wahr, dass man in kleinen Gruppen, weil wir ja auch wissen, nicht wahr, dass dieser radikale Teil der sogenannten Hertha-Fans sich aus Gruppierungen zusammensetzt, gruppenweise eben irgendwo versucht man mit denen nicht nur von der Vereinsseite her, nicht jetzt von einem Beauftragten über das Fanprojekt ins Gespräch kommen, sondern so wie wir eben heute das Roundtable-Gespräch führen. Das heißt, ich muss sagen, Herr Kramel, ich bin gerne bereit, mich also auch dafür zur Verfügung zu stellen, zu diskutieren mal mit den Jungs, mal ein Bier zu trinken. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass das Gespräch eine Sache ist und dem Gespräch müssen Aktionen und Taten folgen. Es ist einfach so, dass Sie mit dem Gespräch im Roundtable erreichen eine ganze Menge, aber damit haben Sie. Die erwarten einfach auch gewisse Aktionen. Das ist ja richtig. Es geschieht einfach ja das, was wir hier beschrieben haben, auch deshalb, weil die Menschen nicht ausgelastet sind in ihrem täglichen Leben und bestimmte überschüssige Energien haben. Und dafür müssen eben Aktionen stattfinden hier in der Stadt, dass die abgebaut werden können und dass die positiv mit, meinetwegen auch mit Hertha, da wären wir uns gar nicht dagegen. Mit Hertha, da müssen Aktionen stattfinden, die das umsetzen. Und dann könnte es vielleicht, sagen wir mal, positiv etwas mehr umdrehen. Peter Geide, das war jetzt fast schon das Schlusswort und wir müssen auch leider zum Schluss kommen. Wir haben jetzt von Herrn Kuhn als Vertreter des Senats eine Willenserklärung gehört. Mit einer, ich glaube, ich habe es richtig gehört, einer sechsstelligen Summe. Terminsetzung auch. Ein Fanprojekt mitzuwirken. Noch in dieser Legislatur? Ja, aber in dieser Saison. Noch in diesem Jahr werden wir konkret über Trägerkonstruktion reden. Ich denke, im nächsten Monat fangen wir an, da über richtig konkrete Sachen zu reden. Hertha BSC ist sehr interessiert an einem solchen Projekt und ich denke, wenn wir vielleicht in einem Jahr in dieser Runde zusammensitzen, gibt es neue Erkenntnisse, vielleicht weniger Sachen aus dem Polizeibericht und mehr gute Schlagzeilen, Sport. Vielleicht eine Erstliga-Mannschaft. Vielleicht wird die Mannschaft erstligareif und die Fans auch. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für die Runde und einen schönen Abend noch. Dankeschön. So, jetzt wir sind am Ende. Die Diskussionsrunde, sie ist vorbei. Sie haben zum Thema Gewalt im Stadion Ihre Meinung gesagt und die Anwesenden. Wir haben auch noch was Aktuelles. Bevor am 28. die Sache rund geht mit Blau-Weiß, sind die Amateure von der Oberliga an der Reihe. Und zwar am Wochenende, sagen Sie selber mal. Ja, es ist der kleine Schlagabtausch, der da vorläuft. Das wird am Sonntag in der Osloer Straße sein, wenn ich richtig informiert bin, wo wir praktisch die Amateure von Blau-Weiß 90 empfangen. Und die Woche darauf, ist dann das Lokalderby, also am Donnerstag, den 28. Aber da ist Blau-Weiß der Gastgeber. So ist es, aber es ist auch bekannt, dass wir Einnahmeteilung haben. Also Blau-Weiß ist Gastgeber, aber wir teilen uns bei Hin- und Rückspiel eben die Gesamteinnahmen und ich finde diese Entscheidung sehr richtig. Gut, ich wollte, dass die Sache bloß mal kurz zur Sprache kommt. Das war's. Bedanke mich. Ja, und für Sie bis zur nächsten Woche auf ein besseres Miteinander. Ihr Detlef Schulz. Danke. Danke.